Was ein Dienstmann alles machen muss, ist schwer. Trotzdem sagt er immer höflich, bitte sehr. Mit dem Koffer auf dem Rücken nehmen, runter nehmen, rauf. So ein Koffer, der kann drücken, speziell im Dauerlauf. Ja, ein Dienstmann muss oft sein, ein Diplomat. Denn so mancher Auftrag ist sehr delikat. Was es da so alles gibt, ist doch nur für den Spaß. Doch alles Schwerste, mein Lieber, das war das. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, nehmen Sie hier diese Daie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, und dann geht sie zur Amalie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, aber wir kommen Sie dort raus, treiben Sie 100 Mal die Daie zur Amalie ins Haus, bis man Ihnen dann ertrinken gibt und Amalie fängt ihn. Was man sonst so einen Dienstmann noch verlangt und wofür er sich dann höflich noch bedankt. Bringen Sie für mich ins Wasser, holen Sie meinen Hut heraus und dann tragen Sie also das mein Klavier noch in mein Haus. Sagen Sie meiner Frau, ich komme erst morgen früh. Gehen Sie heute für mich zur 9. Symphonie. Sie, Herr Dienstmann, ich bin heute schon etwas müde. Singen Sie einmal für mich das Lied. Dann bitte so machen wir doch Hallo Dienstmann. Hallo Dienstmann. Nehmen Sie hier diese Daie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, und dann geht sie zur Amalie. Hallo Dienstmann, hallo Dienstmann, aber wir fangen Sie dort raus, tragen Sie 100 Mal die Daie zur Amalie ins Haus, bis man ihnen dort ertrinket gibt und Amalie mit ihnen. Ja, der alte Dienstmann.